Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Mass Effect mit Shadow. Das letzte Mal sind wir auf Noveria gelandet und ja, dieser Ort ist ein, ja, in unserer Welt wäre es ein Steuerparadies. Hier wird man halt von den Behörden in Ruhe gelassen, kann in Ruhe forschen und hier läuft nicht alles unbedingt mit rechten Dingen ab. Genauso, was auch Matriarchin Benesia hier tut, weil sie ist mit ein paar Söldnern oder Leibwächtern hier angekommen und wir wollen jetzt zu ihr gelangen. Dazu müssen wir aber diesen Gebäudekomplex verlassen und das können wir nur mit einem Pass. Den Pass bekommen wir von zwar nicht von den Behörden hier vor Ort, die verweigern die Kooperation, aber ein Unternehmer hat uns Hilfe versprochen, wenn wir ihm erst helfen, in sein Unternehmen einzubrechen und ich weiß gar nicht, Daten zu verschleiern oder irgendwas, was wir jetzt machen. Wir sehen's gleich. Ich habe schon die Sicherheitsanlagen irgendwie ausgeschaltet. Mal schauen, was uns jetzt erwartet. Ihr möchtet nicht sprechen? Naja, dann halt nicht. Ich frage mich, sind die feindlich? Stehen bleiben! Handschuhensicherheit! Dieses Büro ist geschlossen. Lorik Keen hat mir den Zugangspass gegeben. Keen? Arbeiten Sie für ihn? Gegen ihn wird ermittelt. Eine vorbildliche Sache. Anolis bezahlt Sie, um hier alles zu durchwühlen. Weiß Captain Matsu, dass Sie hier sind? Hey, ich bin nicht hinter Keen her. Anolis kann diesen Keen auf den Tod nicht ausstehen. Wie wäre es mit Folgendem? Sie tun so, als hätten Sie uns nicht gesehen und wir sahen Sie nicht. Wow. Also. Ja. Los, los, los! So einfach geht das wohl doch nicht. Dich mache ich fertig. Cool. Hey, wo fliegt der rum? Das war, glaube ich, Liara. Oh, guter Schuss. Dich mache ich fertig. Warte mal, der ist jetzt dort oben, oder wie? Lol. Der hat den da rauf teleportiert, oder wie? Tja, bam. So. Was, hier gibt's noch welche? Tatsache. Oh, das gab viel Geld. Und Level gab's auch. Was könnte ich denn nehmen? Wow, Schmeicheln, die höchste Stufe. Nehme ich. Liara. Ja, hier gibt's eine neue Fähigkeit. Ups, da hätte sie auch eine. Naja, egal. Da gibt's eine neue Fähigkeit. Diesmal schaue ich vorher. Ja, da gibt's eine neue Fähigkeit. Oder eine Verbesserung der Fähigkeit, besser gesagt. So, ich muss anscheinend hier hin. Oder nicht? Ah, was gibt's denn hier? Ich nehme alles mit. Sieht auch aus, oder? Ja. Da ist was drin. Aufpassen und weiter. Gibt's hier noch Gegner? Was? Ach so, Garrus. Nee, aber Items. Das war knapp. Das war äußerst knapp. So. Wahrscheinlich muss ich nach oben, um zu meinem Ziel zu kommen. Da habe ich die extra überredet und dann greifen die mich doch alle an. Kann ich da weiter? Nee, das ist verschlossen. Ja. Ich frage mich, ob die unten im Stockwerk davon mitbekommen haben, weil dann könnte ich davon ausgehen, dass alle jetzt mir feindlich gesinnt sind. Sicherer Safe, Wandsafe. Na, mal sehen, wie sicher er ist. Nicht sicher genug. Medizinkit, das wollen wir.
Sie laden die Beweise von Lorix' Computer herunter. So. Das war's. Ich glaube, ich sollte die Beweise vernichten und ihm geben, oder? Hey, ich hab da doch schon gesehen, dass die Tür verschlossen ist. Ich werde schon erwartet. Das könnte interessant werden. Sie sollten nicht hier sein, Shepard. Worauf wollen Sie hinaus? Wollen Sie, dass ich gehe? Gehen? Denken Sie, ich würde Sie gehen lassen? Oh nein. Anolais würde Sie für das, was Sie hier getan haben, deportieren. Ich nicht. Wissen Sie, was man auf meiner Welt mit Kopfkillern macht? Ihre Männer haben Dreck am Stecken. Sie sind außer Dienst hier und brechen das Gesetz, weil sie geschmiert wurden. Ich wollte nicht gegen Sie kämpfen. Sie haben zuerst geschossen. Das stimmt sogar. Ich brauche keine Waffe, um Sie in Stücke zu reißen. Was? Still! Wow! Schaltet sie aus! Die fliegen hier alle herum. Ich bin dran! Ah, da gibt's noch weitere. Hier unten? Entsichert und geladen. Tja, die war mir schon zu Beginn, als wir hier landeten. Nicht gerade nett gesinnt. Naja. Das fand ich ja witzig. Ich brauche keine Waffen, um sie um die Ecke zu bringen. Ja. Ah, ich bin ein Biotiker. Ich kann Leute rumschubsen. Job done. Ja, anscheinend haben die das herausgefunden. Ist jetzt auch die untere Etage feindlich mir gegenüber? Naja, bisher sehe ich keine Gegner. Auf dem Radar. Was nicht ist, kann noch werden. Commander, es gab Berichte über Lärm im Büro von Syn IQ. Wissen Sie vielleicht was darüber? Seien Sie nicht schüchtern. Das ist eine interessante Antwort auf diese Frage. Sagen Sie es ruhig. Was haben Sie vor? Nicht hier, Spectre. Wir treffen uns auf einen Drink im Hotel, bevor Sie mit Keen reden. Ich werde auf Sie warten. Was? Bevor Sie mit Keen reden? Warum? Hey, das will ich doch gar nicht. Okay, Hotel. Ja, okay, da muss ich sogar hin. Dann war das Ziel doch richtig. Nicht hier, Spectre. Wie förmlich. Naja. Aber hey, sie will mir einen Drink ausgeben. Ich frage mich, was sie vorhat. Weil zur Zeit, also aktuell, bin ich auf der Seite von Keen. Mir gefällt, dass er sich gegen das System wehrt. Und die Safe-Leute sind anscheinend nicht so die vertrauenswürdigsten. Mal schauen, was die zu sagen hat. Wo ist sie eigentlich? Dort. Kann gar nicht zu Gien hin, oder wie? Wenn ich mich nochmal vorstellen dürfte. Parasini, interne Ermittlungen aus Noveria. Was will eine interne Ermittlerin hier? Die Direktoren wissen von Anolais Korruption. Ich arbeite seit 6 Monaten undercover. Ich will, dass sie Keen überreden, vor den Direktoren auszusagen. Dank seiner Beweise kann dieser Planet wieder profitabel geführt werden. Sie arbeiten für Anolais. Können Sie nicht seine Aufzeichnungen nutzen? Er ist ein Gauner, aber kein Dummkopf. Er hat keine Dateien im Computer, in denen steht, ich habe 3 Millionen Credits gestohlen. Keens Aussage und Beweise sind alles, was ich brauche, um Anolais Schuld beweisen zu können. Warum fragen Sie Keen nicht einfach? Ich bin Anolais Sekretärin. Denken Sie, er würde mir glauben? Mir in einer dunklen Gasse seine Beweise übergeben? Das ist eine Pause. Ja, eine logische Antwort, ja. Würde ich auch nicht unbedingt. Ich dachte, Korruption wäre auf Noveria üblich.
Die Regel lautet, mach keinen Ärger. Egoismus wird toleriert, solange er nicht geschäftsschädigend ist. Anolais vertreibt die Kunden. Oh mein Gott, hat er zu viel Ärger gemacht? Ja, ich brauche seinen Pass. Ich brauche Keens Garagenpass, um meine Mission beenden zu können. Wenn Sie mir helfen, bekommen Sie alles, was Sie brauchen. Quid pro quo. Anolais hat Dreck am Stecken. Es wäre besser, ihr zu helfen. Hören Sie, Shepard. Mir gefällt das auch nicht. Spectres treiben Schindluder mit dem Gesetz. Das ist schlecht fürs Geschäft. Ja, ich helfe schon. Hier den Anolais, der war sowas von herablassend gegenüber mir. Das hat er verdient. Okay, ich rede mit Keen und versuche, ihn zu überzeugen. Vielen Dank. Sie wissen, wo Sie mich finden. Sagen Sie mir Bescheid, wenn er mitspielen will. Mensch, 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 diese Intrigen hier. Ups. Schön, Sie zu sehen, Spectre. Gibt es Neuigkeiten bezüglich der speziellen Angelegenheit? Sagen Sie gerne. Ich habe den Job erledigt. Aber ich wurde von einer internen Ermittlerin kontaktiert. Sie möchte, dass Sie gegen Anolais aussagen. Nun, da Sie mein Eigentum haben, wollen Sie mir vorschreiben, was ich damit mache. Ich habe kein Interesse an einem öffentlichen Spektakel. Haha, vorbildlich. Jeder auf dieser Station hat unter Anolais Erpressung zu leiden. Sie könnten ein Held sein. Ohne das Wohlwollen der Direktoren können meine Arbeitgeber hier nicht operieren. Die Direktoren ermitteln bereits gegen Anolais. Sie werden auf ihn wütender sein als auf Sie. Schon gut. Es ist klar, dass ich es Ihnen nicht ausreden kann. In Ordnung. Ich werde aussagen. Treffen Sie mit Ihrem Kontakt alle Vorbereitungen. Ich werde hier warten. Vorbildlich plus 24. Da bin ich ja schon bald voll vorbildlich. Ja, jetzt muss ich hier zu der Tante runter, oder? Mhm. Die war die Sekretärin von Anolais. Darf man den ganzen Weg zum anderen Ende des Komplexes wieder laufen? Ist das nicht herrlich? Man bräuchte hier irgendwie so einen Schnellreisepunkt. Genau, dahin muss ich. Go. Hier könnte man gut hier mit Gegnern kämpfen, also wäre schon ein guter Ort hier. Coole Map. Besonders mit Liara, die dann die Gegner alle rumwirbelt. Sieht schon irgendwie witzig aus. Vielleicht sollte ich überlegen, sie ja dauerhaft mitzunehmen. Das sehe ich wenigstens, wenn Effekte von... Ich glaube, das war Singularität, was sie eingesetzt hat. Damit alles rumwirbelt. Ja, ist eine Überlegung wert. Spectre, haben Sie über mein Angebot nachgedacht? Keen hat sich dazu überreden lassen, auszusagen. Jetzt bin ich aber erleichtert. Ich werde die Beweise für den sicheren Transport vorbereiten. Hätte nicht gedacht, dass Sie mir helfen. Wo Sie doch ein Spectre sind und so. Einige von Ihnen sind wohl doch ganz in Ordnung. Lassen Sie mich dann in die Garage? Während Sie Keen bearbeitet haben, habe ich Ihnen einen Garagenpass besorgt. Seien Sie da oben vorsichtig. Ich muss jemanden verhaften. Hätte ich doch nur die Zeit, mich vorher umzuziehen. Ich hasse Röcke. Lol. Eine Unverschämtheit! Ich sorge dafür, dass Sie in diesem Sektor keine Arbeit mehr kriegen! Ja, ja, gehen Sie. Sie, Shepard! Ich verlange, dass Sie diese Schlampe verhaften! Sie haben das Recht zu schweigen. Ich wünschte, Sie würden es auch ausüben. Man sieht sich in der Galaxis, Commander. Ich schulde Ihnen ein Bier. Und schon wieder vorbildlich. Mensch, 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 wir werden ja richtig zum Helden hier. Na, und die schuldet mir was. Vielleicht hat es ja Auswirkungen in der Zukunft. Man weiß es nicht. Von Mass Effect gibt es nämlich noch einen zweiten und einen dritten Teil. Und einige Entscheidungen, die wir hier treffen, werden, wenn ich meinen Spielstand transferiere, auch in Mass Effect 2 übernommen. Oder wiederum in Mass Effect 3. Mal schauen.
So, die Garagen. Warte mal, die Garagen. Ah, da muss ich... Ah, falsch bin ich. Ich bin falsch. Und ich soll vorsichtig dort oben sein. Wieso? Na, sieht nach Garage aus. Den hat mir schon mal gesprochen. Ich speichere mal. Der Zugang zur Garage ist beschränkt. Ich bin autorisiert. Entschuldigen Sie mich. Ja, der ist echt. Gute Fahrt. Das Wetter im Alejutztal soll ziemlich übel sein. Gut. Das sieht eigentlich nicht vertrauensvoll hier aus. Geht. Toll. Ich denke mal, dass die in den Kisten der Matriarchen waren. Ach, diese Pirscher, die sind nervig. Ja gut, Liara, sehr gut. Wer? Ah, die da. Was haben Sie hier gemacht, Commander? Einen Geth-Angriff abgewehrt. Die Geth haben uns angegriffen, wir haben uns gewehrt. Das ist alles. Geth? Sie erwarten, dass ich... Wo sind die hergekommen? Ich vermute, dass sie in den Frachtcontainern waren, mit denen die Matriarchen ankamen. Das glaube ich nicht. Die haben wir gescannt. Darin gab es keine Energiequellen, kein Element Zero. Wenn diese Dinger in Benesia Samas Containern waren, dann sind da draußen noch mehr. Ja, wir werden mit denen fertig. Wir haben schon früher gegen die Geth gekämpft und werden uns um sie kümmern. Ich weiß das zu schätzen. Meine Leute sind gut, aber nur wenige sind auch kampferfahren. Ich muss das den Direktoren melden. Wenn die Investoren von herumlaufenden Geth erfahren, geraten sie in Panik. Ja, ja, immer ans Geschäft denken. Sonst ist hier nichts, oder? Ist das das Auto? Nein, warte doch. Hä? Das wird mir als Auto angezeigt. Aber dort vorne sieht's eher nach Mako aus. So ein neuer Wagen wäre nicht schlecht gewesen. Ja, ich bin mit Mako vollends zufrieden. Ah, die Tür geht automatisch auf. Raus in die Eis... in den Eissturm. Blizzard. Oh, Gefahrenstufe 1. So, okay, wir haben einen längeren Weg vor uns. Im Slalom. Interessant, ist das der Gebäudekomplex oder wie? Nein, das ist eine Brücke. Was sind denn das für Teile? Sind das irgendwie so Leuchtsignale, damit man weiß, wo man vom Weg abkommen könnte? Ganz ehrlich? Ich würde jetzt gerne mal ausprobieren, was passiert, wenn ich da runterfahre. Andererseits erinnere ich mich, wie nervig das war, schon sonst immer auf die Berge zu fahren. Oha, da ist irgendwas Großes vor uns. Ein Verteidigungsturm. Ja, und mehrere geht. Eure Schilder wirken nicht gegen meine Granaten. Man sieht, hier sind schon einige Mako von denen erledigt worden.
Die wollen also nicht, dass da jemand kommt. Flucht. Oh. Eieieiei. Ich sollte aufpassen. Mit Ausweichen ist hier nicht so gut. Aber trotzdem geschafft. Jetzt kann ich mal beobachten, ob hier das Universalgel niedriger wird. Ich habe jetzt noch 99. Oha. Na toll, ein Koloss. So, wo sind sie? Koloss down. Aber da ist noch irgendwo einer. Nee, direkt vor mir? Nee. Hier ungefähr. Okay, ich sehe ihn von hier nicht. Einfach weiter. Und drauf landen. Hey. Boing. Dann fahren wir halt drüber, wenn es nicht anders. Hey, gibt's hier was? Ja, hier gibt's was. Oh. Naja. Das war zu schnell. Ach, verflucht. Oh, man merkt die Gefahrenstufe, also der Balken füllt sich. Ich friere langsam. Zitter, zitter, bitte, bitte. Schön im warmen Mako wieder. Ach, es ist herrlich. Aber ja, bei den Hauptmissionen haben sie wenigstens schön abwechslungsreich die Mission gestaltet. Das gefällt mir. Ah, da sehe ich schon wieder rechts was ganz Großes. Wisst ihr was? Ich speichere mal schnell. Und probiere es einfach aus. Nein! Ah ja. Macht Sinn. Ja, man stirbt also, wenn man darunter fährt. Ja, es macht durchaus ein bisschen Sinn. Jetzt weiß ich wenigstens. Nein, ich habe schon gedacht, dass ich hier ein Stück zurück gespawnt bin. Ist er umgefallen? Ah, warte mal. Die ganze Brücke ist leer. Das ist ungewöhnlich. Das ist echt ungewöhnlich. Oh, fast direkt vor mir kommt irgendwas Großes. Ein Turm. Autsch, der hat meinen Reifen erwischt. Ah, nichts Größeres. Hier gibt's wieder ein paar Items. Okay, nichts Besonderes. Und weiter geht's. Das könnte auch eine schöne Skistrecke sein, also zum Langlauf fahren oder so.
Auf Wörmeyer war die Strandregion, hier ist das Skiparadies. Bloß der Weg zu Matriarchin Benesia und ihrem Après-Ski-Club ist ein bisschen schwerfällig. Hey, da ist irgendwas. Da. Da oben. Schwupp. Ja, aus der Entfernung bist du zu langsam mit deinen Raketen. Raketen sind zwar stark, aber naja, bringen halt nichts, wenn man mobil ist. So, wo ist hier was? Direkt vor mir. Oh. Ah, da oben. Nee, jetzt haben sie gar keine Gegner, nur noch ein paar Verteidigungstürme. Bisschen schwach, aber naja. Dadurch kommt man schneller voran. Kann es sein, dass der Weg jetzt auch dünner wird? Da kommt auf jeden Fall ein neuer Turm. Hoppa! Hoppa, Gundam Style! Oh, da sind schon ein paar mehr. Da ist der Turm. Kaputt. Aber hier sind auch einige Geht. Irgendwo. Nicht sichtbar. Verstecken sich drin, hä? Tja, dann müssen wir sie selbst rausräuchern. Kommt schon, ihr kleinen Geht. Ihr habt keine Chance. So, raus aus der Kälte, rein in die Wärme. Und Zeit zum Spielen. Boah, Kogana. Ich sehe gerade gar keinen. Kommt. Oh, was kommt denn da? Ein Titan. Eine Sonde? Jetzt könnte noch der Kroganer irgendwo.